Hallo und willkommen zu diesem kurzen Tipp-Video von mir. Ich versuche hier gerade eine neue Dusche einzubauen und habe hier ein Problem mit meinem 1,5 Zoll Anschluss. Dieser ist nun schon ziemlich alt und ich bekomme diesen Anschluss nicht mehr aus der Wand. Hier empfehle ich euch auf jeden Fall keine Gewalt anzuwenden. Wenn ich jetzt hier Gewalt anwenden würde und würde mit diesem Schlüssel das mit aller Gewalt herausdrehen, könnte es sein, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes dem Anschluss da hinten den Hals herumdrehe und dann muss ich hier meine Wand aufstemmen und alles erneuern. Um nun eine alternative Möglichkeit zu finden, hier diesen Verschluss herauszubekommen, gilt, wenn ihr eine etwas ältere Installation habt, habt ihr mit höherer Wahrscheinlichkeit noch eine Kupfer- oder Stahl, das heißt Stahlrohrkonstruktion hier drunter. Hier haben wir einen ganz großen Vorteil. In der Regel wurden hier diese Gewinde eingehampft und sind dann meistens durch Kalk oder andere Ablagerungen festgegammelt, sage ich einfach mal. Hier können wir ganz einfach vorgehen. Wir nehmen einen handelsüblichen Brenner, zünden diesen an und erhitzen unser Gewinde. Achtet bitte darauf, kein Feuer hier hinten in die Öffnungen hineinzugeben, denn wir wissen nicht, was hinter dieser Wand ist. Das könnte brennen und so könnte dann die Wand von innen anfangen zu brennen. Also achten wir darauf, nur unsere Gewinde hier vorne zu erhitzen. Macht dieses bitte so gründlich, dass das Gewinde ordentlich erwärmt wird, aber erhitzt es bitte nicht so stark, dass es glüht. Sollte allerdings in eurer Wand Plastikinstallation verlegt worden sein, benutzt diese Methode bitte nicht, denn Plastikleitungen könnten dann dementsprechend anschmelzen und es könnten die Verschlüsse hier hinten drin aufgehen. Hier müsst ihr dann eventuell mit irgendwelchen Rostlösern an die Geschichte drangehen. Lasst das einfach über Nacht einwirken und versucht es am nächsten Tag zu öffnen. Wie gesagt, ich versuche es hier mit meinem Erhitzen. Um die Frage der Erhitzung zu klären, wie stark erhitze ich mein Gewinde? Wie gesagt, ich erhitze es nicht so stark, dass es glüht. Ich erhitze es meistens so auf 100 bis 160 Grad Celsius. Wie erkennt ihr das? Ganz einfach. Meistens steht hier noch etwas Wasser in eurem Gewinde. Wenn dieses Wasser selbstständig verdampft, das heißt, wir haben den Brenner ausgeschaltet und ihr tröpfelt jetzt hier etwas Wasser auf. Ich versuche das einfach mal. Und ihr seht, das Wasser verdampft, dann haben wir unser Gewinde genug erhitzt. Erhitzt es bitte nicht über 200 oder 300 Grad, denn auch wenn hier hinten zum Beispiel noch eine Kupferrohrinstallation vorhanden ist, könnte da sogar das Lötzinn schmelzen. Nun lassen wir unser Gewinde wieder abkühlen. Es ist wichtig, lasst es so weit abkühlen, dass ihr es wieder anfassen könnt. Erst dann gehen wir wieder an das Gewinde heran, denn durch das Abkühlen zieht sich euer Gewinde wieder etwas zusammen, nur im Mikrometerbereich. Allerdings kann das nun schon reichen, um hier hinten diese Kalkschicht oder diese verklemmte Schicht zu lösen. So, und schauen wir mal, ob es was geholfen hat. Ich setze jetzt einfach hier mein Werkzeug an und versuche, mein Gewinde auszuschrauben. Und wir sehen, ohne großen Kraftaufwand kann ich nun mein Gewinde hier öffnen. So, und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines kurzen Tipp-Videos angelangt. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Wollt ihr auch keines meiner Videos mehr verpassen, schaltet einfach die Glocke neben den Abo-Button ein, so werdet ihr auch über neue Videos von mir informiert. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Marc auf YouTube.